Bischof Dr. Georg Betzing und die Verantwortlichen des Synodalen Weges reagieren bei zwei Themen sehr gereizt. Erstens, wenn man ihnen vorwirft, dass sich Deutschland auf dem Weg zu einem Schisma befindet. Und zweitens, wenn man ihnen vorwirft, Deutschland befindet sich auf einem deutschen Sonderweg. Diese beiden Dinge wollen die auf keinen Fall hören und die haben eine ganze Reihe von Argumenten entwickelt, um zu sagen, nein, das ist überhaupt nicht der Fall, das stimmt gar nicht. In letzter Zeit haben sie gesagt, die Themen, die man im deutschen Synodalen Weg bespricht, bespricht man auch woanders in der Weltkirche. Aber inzwischen ist es so, dass sie auch damit nicht kommen. Ja, die Leute sehen, die Deutschen wollen im Grunde genommen eine Anerkennung, die sie nicht verdienen. Und sie wollen sagen, okay, wir sind noch gar nicht so anders wie ihr mit unseren grotesken Themen und unseren seltsamen Vorschlägen im Rahmen des Synodalen Weges. Alle Leute haben gemerkt, die Deutschen oder beziehungsweise der deutsche Synodale Weg ist ein Störfaktor. Und kein geringerer als Kardinal Hollerich, Jean-Claude Hollerich, das ist ja Relator der Weltsynode, das ist also der im Grunde genommen der Organisator, die wichtigste Person in der Weltsynode, hat jetzt nochmal gesagt, also diese Themen des Synodalen Weges gehören nicht in die Weltsynode. Das hat er ganz eindeutig in einem Interview mit Domradio gesagt. Und Domradio hat so den noch nachgehakt und er hat das nochmal bestätigt. Domradio fragte, eines der wirklichen Drängthemen ist die Rolle der Frau in der Kirche. Und da hat dann ganz klar, also die haben so die Geduld verloren, dass sie eigentlich auch nicht versuchen, irgendwie ein bisschen diplomatisch, sondern die antworten direkt, also ganz deutliche Worte. Hollerich sagt, die Synode in Rom hat das Thema Synodalität. Es geht nicht um Frauenweihe. Das haben schon eine ganze Reihe Leute gesagt, aber das ist den Deutschen des Synodalen Weges egal. Sie kommen immer wieder mit diesen ganzen Geschichten, ja. Diese Hartnäckigkeit wirkt inzwischen so penetrant, ja, dass die offensichtlich inzwischen auch die Geduld verloren haben. Das heißt, Kardinal Hollerich weiter, wir beraten darüber, wie wir die Kirche auf lokaler, diözesaner, nationaler und auch auf internationaler Ebene mehr synodal gestalten können. Ja, das hat auch schon Papst Franziskus gesagt, schon 2015 und seitdem etc., aber die Deutschen sagen, aha, super, dann werden wir über unsere deutschen Themen da in dieser Weltsynode sprechen. Und der hat gesagt, nein, das geht nicht. Es geht über was anderes. Die Deutschen können nicht für sich beanspruchen, immer zu sagen, aha, wir werden die Agenda bestimmen. Dann später fragt Domradio nochmal dieselbe Frage. Das ist unglaublich. Das heißt, diejenigen, die jetzt die großen Reformen erwarten, ja, weil Bischof Betzing hat den ganzen Linkskatholiken das Blaue vom Himmel versprochen und sagt, ja, wir werden eine völlig andere Kirche aufbauen. Und jetzt sagen alle Leute, nein, das wollen wir nicht. Ja, also er ist und Bischof Betzing ist unter einem riesigen Rechtfertigungszwang, ja, weil er absurde Versprechen gemacht hat, die er nicht einhalten kann. Ja, haben ein falsches Erwartungsmanagement. So, und dann sagt er nochmal Hollerich. Kardinal Grätsch und ich haben bereits einen Brief geschrieben, das war vor circa zwei Wochen, habe ich hier lange ausführlich kommentiert, um noch einmal zu betonen, was das Thema der Synode ist. Die Synode wird über dieses Thema gehen, Synodalität. Also das nochmal wiederholt, man merkt, dass er die Geduld verliert. Wie kann die Synodalität in der Kirche gelebt werden? Das ist das Thema der Synode und nicht das, was Bischof Betzing irgendwie fabriziert in seiner Fantasie. Aber es ist keine Synode über Frauenweihe, er wiederholt das. Auch keine Synode über Homosexualität. Es ist eine Synode über Synodalität, über Kirche, Kommunio, Partizipation und Sendung, Mission und so weiter. Das sind die Themen, die eigentlich auch Papst Franziskus die ganze Zeit angesprochen hat. Ja? Er relativiert ein bisschen, weil er sagt, okay, wenn das erstmal vorbei ist, dann kann es sein, dass man sich über andere Themen redet und so weiter. Es ist wichtig zu wissen, dass Kardinal Hollerich kein Konservativer ist. Also er ist auch kein Tradi. Er ist ein ziemlich liberaler Kardinal. Ja? Also da merkt man, dass in diesem Lager ist die Geduld mit den Deutschen zu Ende gegangen. Weil die merken, ich werde sogar noch ein paar Videos dazu machen, dass die Deutschen im Grunde diese ganze Weltsynode kaputt machen. Ja? Also die Deutschen sind eigentlich inzwischen ein Problem für die Liberalen und nicht für die Konservativen. Weil die Konservativen, die haben sowieso die Furcht, ja, dass diese Weltsynode aus dem Ruder geht. Ja? Weil das ist eine Öffnung der Büchse der Pandora für alle möglichen komischen Basisgruppen. Das heißt, die sind sowieso skeptisch gegenüber der Weltsynode. Und die Andi wollen die Synode mehr oder weniger verteidigen. Und sie müssen jetzt diese Synode verteidigen vor dieser Hartnäckigkeit der Deutschen. Und dann sagt er ganz am Ende, um das nochmal zu betonen, wobei man auch immer sagen muss, dass die Europäer nicht alles bestimmen können.
Ja, das ist ja auch der ganze Stil des jetzigen Pontifikats. Die ganzen Kardinäle, die ernannt werden, die kommen aus allen Herren Länder und relativ wenige Europäer. Es gab schon einige beim letzten Konsistorium, aber das ist inzwischen nicht mehr die Mehrheit. Wir sind eine große Weltkirche und Europa ist dabei ein ganz kleiner Haufen. Wir müssen bescheidener werden als Kirche. Und natürlich, wenn Europa schon klein ist, dann ist Deutschland natürlich noch kleiner und außerdem noch eine Kirche, die unglaublich krisengeschüttelt ist. Ja? Ohne Berufungen, alle Leute, viele treten aus, etc., etc., etc. Und dann ist es völlig klar, dass Kardinal Hollerich weiß, die Deutschen können, also eben damit meine ich den deutschen Synodalen Weg, können nicht herkommen und sagen, wir werden der Weltsynode unsere eigene Agenda durchdrücken. Das werden die Leute nicht akzeptieren. Ich bin gespannt, wie Bischof Betzing jetzt inzwischen reagiert, weil die Berater sollten ihm klar machen, dass die Deutschen werden als Aggressor, als Gefahr von den Liberalen angesehen, nicht mehr von den Konservativen. Für die Konservativen ist sogar diese Haltung Betzing sogar gut, weil die sagen, seht ihr, das passiert, wenn man eine Weltsynode, da kriegt man Leute wie Betzing, die das Ganze völlig ruinieren. Ja, deshalb, ich wiederhole, so, wie Kardinal Lollerich, das Problem der Deutschen, die Deutschen sind ein Problem für die Liberalen, nicht mehr so für die Konservativen. Vielen Dank.